Da wären wir ein Schwanana. Da wären wir zwei Schwananas. Ich weiß nicht, habe ich Schwanana schon Techno Mächte lassen? Ich glaub schon. Muss echt vier Stück davon fressen, Alter. Kirre, ey. Löwe. Schwanana 4. Coole Eichen. Von dem Trip, Täterreiter dreht die Boxen auf, P zu dem Z-E-R. Einmal ein Lauf, wir nehmen's in Kauf und rasten nicht, auch wenn das krass belastend ist, wenn du über die Sachen sprichst, als wenn das gar nicht war. Ich bin zwar jedoch warte nicht, frag mich grad, was für ein Tag heute ist, der Alkohol, der spricht aus mir, doch Mädchen, eins verrate ich nicht. Ganz egal, wie viel Klischees ich bediene, innerlich bin ich am Boden, doch verzieh keine Miene, du machst dich angreifbar. Jetzt haben wir 5000 Sachen vorbereitet und keine Sorge kommt. Doch heute hab ich's echt gemerkt, so viel wie du vorher gabst, warst du gar nicht wert. Also leg ich dich ab wie ein Geständnis. Früh genug gemerkt, dass du Liebe nicht kennst, bist früh genug den Schlussstrich gezogen. Verdammte Scheiße. Bars geschoben, ich bin betäubt, alle Macht den Drogen und das geht. Guten Abend, ich bin also nicht die Einzige, die sich keinen Schlag leisten kann. Es lief am Anfang zu gut. 16 Stück. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aha, geiler Gugu. Wir wollen einen einzelnen Spinner, am besten einzelnen seltenen. Ja, ja, komm her. Ich weiß. So. Verkaufen wollte. Boah, 3000 krieg ich für den schon. Über 3000. Einpacken. Mellow Wolf. Nochmal bitte. Was hast du, was ist, wer? Och Leute, ey, weil der Arsch jetzt da die ganze Zeit im Weg stand, oder was? Ich werd irre, ich werd bekloppt hier einfach nur noch. Mann, weil der Arsch die ganze Zeit blöd daneben stehen muss und. machen muss, ey. Komm, fress eins wenigstens. Eins, bitte.
Ja, guck mal, liegt für dich auf dem Boden schon. Muss nur fressen. Danke. Sag jetzt nicht, der scheiß Mellowwolf kommt wieder nicht hier rüber. Axios, fick dich. Du kommst jedes Mal dahin, aber nicht zurück. Schnauze. Ist doch nicht mehr witzig. So. Sind wir hier wieder. Ich war bei 80.000 Schokomünzen. Bei 100.000 gibt es einen Erfolg. Wenn ich die mal gleichzeitig zusammen habe. Ich muss die ganze Zeit ja nur bezahlen. Ich muss auch schon im echten Leben auch genug. Diesmal habe ich einen scheiß Zaun. Von daher leck mich die Affe. So, wo bist du? Fuckworm. Tschüss. Tor auf. Raus hier. Raus hier! So. Dann machen wir Deite hier. Ne, Perwoll. Ja. Bist du nicht Perwoll, aber kannst mir auch nicht antworten. Vergiss es, du dummes Drecksvieh. Während es sich freut, verkauft. Manchmal lassen sich Rowdies durch Schokomünzen zum Gehen bewegen. Aber gib bitte nicht deine, wo überall Wasser ist, weil du sonst mich wieder vollkotzt und ich das wieder neu machen darf dann. Huch, wo ist er hin? Manchmal lassen sich Rowdies durch Schokomünzen zum Gehen bewegen. Also ich weiß nicht, ich finde die jetzt nicht wirklich schwierig, sondern einfach nur nervtötend, ey, ganz ehrlich. Vor allem musst du überlegen, wir haben eben gerade Dr. Pester mit so einem Wolf angeschnauzt. Aber hat nichts gebracht, der ist ja trotzdem da geblieben, hat trotzdem eine Scheiße durchgezogen. Jetzt kann der Mellowwolf keinen mehr anfauchen. Da einmal gemacht, das war's. Das ist also keinerlei Schutz gegen die, das nervt voll ab, Alter. Schön. Und jetzt? Und du hör auf, jedes Mal allen im Weg zu stehen, okay?
auf, dich zu blöd zu gucken, Alter. Dann hau endlich ab, ey. Was hast du nochmal für einer? Damit. So, da haben wir wieder meinen Kollegen hier. Mal zwei gefressen mit so. Gleiche ist. Stirbst eh gleich wieder hier, weil du zu blöd bist. Wo ist er denn jetzt? Also Vanilla habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Das ist doch zum Heulen. Man sieht, was hier alles an Sicherheit für mich, für die Tiere ist, ey, wenn man so drumherum guckt, was da alles, was sie lauert und wartet und sie fressen will. Hier ist voll safe, Alter. Dann sind die Schweine auch fucking wählerisch. Fresse jetzt, meine Güte. Komm, ritt auf den Meter, Elefanilla. Sonst hau ich dir die Rübe weg. Ich will gar nicht wissen, was ich danach noch machen muss, ey. Sieht aus wie so ein treu doofer Hund irgendwie. Hätte mich jetzt so ein bisschen an, wie hieß er nochmal? George aus dem Dschungel. Der Affe. Ah, vier Brombeeren gefressen. Das ist sogar eins. Weggegangen, oder? Die sollen sich nicht interessieren. Frisst du mal deine Brombeeren, Schnöfferchen. Sag nicht, er hat keinen dieser scheiß Brombeeren jetzt gefressen. Doch. Ich seh nur deine vier Maiskolben gegessen. Immer noch wundert, du hast Scheiße erzählt und ich hab dich mal bewundert, jetzt hast du mich. Und ich hoffe, dir geht's besser. Innerlich bist du zerrissen, tust du stark ohne Zeit. Okay, die vier haben wir schon mal fertig. Und der Track ist diesmal echt für dich. Ich hoffe, du bleibst in deiner Stadt und dass es bald ein Ende gibt. Du bist naiv, keine Augenwischerei. Ja, du armes kleines Mädchen. Die Maiskolben. Ich bin aus Steinschiff, wie drauf kann man Schlambe. Schwächen entdeckt. Ich hab dich abgeschossen. Ja, Phrasen, ja damit. Mit euren Lügen seid ihr stark. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Stück davon. Egal, was du denkst. Mir egal, was mal war. Doch du kriegst eine Träne und die füllt sogar dein BH. Es hätte alles anders laufen können, doch du wolltest es so. Du tust auf schlaues Mädchen und ich frag mich immer noch, wieso. Ist immer auf der Jagd mit dem Mellowwolf, wa? Du willst weiter kämpfen los, aber ich glaub nicht, dass sich das für dich noch ansatzweise lohnt. Deine Worte so falsch und deine Augen so kalt. Ich glaub, es wäre an der Zeit, dass du es endlich begreifst. Dass ich gar nichts mehr bedauere, du bist tagelang am Trauern, weil du dir 3, 6, 9, 9, 12,
14. Aber 16, damit er vorbeikommt. Auch wenn jetzt die Wolken dunkel sind, vergesse ich dich bald wieder. Schick mir keine SMS und ruf mich bitte nicht mehr an. Ich lösche deine Nummer, geh ans Telefon und frag der dran. Du findest das arrogant, aber ich kann leider nicht anders. Und da musst du dich auch nicht wundern, dass ich keine an mich ran. Ja, das soll sein. Ich bin allein, ich hab keiner meiner Seite. Aber wenigstens werd ich nicht so wie du vom Henkel gleiten. Mach dir bitte nichts mehr vor, du hast nur geträumt wie John Dorian. Und was kann ich dafür, dass ich der Inhalt deiner Story bin? Dir wird klar, die Zeit mit mir war leider viel zu kurz. Wenn du noch einmal im Weg stehst, ich schwör's dir, sieh das. Ich weiß, so gilt es mir besser, du und ich fallen von oben auf den Boden, so wie Blätter. Es vergehen ein paar Tage, vielleicht werden daraus Jahre, bis du dann endlich verstehst, dass ich jetzt nicht mehr für dich da bin. Deine Gefühle so groß, du willst weiterkämpfen los, aber ich glaub nicht, dass ich das für dich noch anders. Ja, da ist Galagugu. Deine Worte so falsch und deine Augen so kalt. Ich glaub, es wäre an der Zeit, dass du es endlich begreifst, dass ich gar nichts mehr bedauere. Und relativ früh noch in dieser Nacht. Weil du dir was vorgemacht hast, aber alles nur ein Traum war. Heute ist es nur ein Traum, du kommst nicht mehr von mir los. Dieses Leben ist ein Test und die Prüfung war zu groß. Irgendwie ist das buggy gerade, habe ich das Gefühl. Aber schöner Schrei, den er hat. Echt süß. Zwei Mod Drops gegessen. Gut, das haben wir jetzt auch zum Teil geschafft. Das ist schon mal erfreulich. Unreif noch mit dabei. Ich finde, jetzt viel gefressen. Den Teil haben wir jetzt auch geschafft, sozusagen. Richtig sesshaft. Sag mal, wie lange braucht die denn, bitteschön? Ist immer noch nicht da. Ach, was will ich denn da jetzt? Nee, das wollte ich doch jetzt nicht. Ja, ja, kein Ding. Wo ist die sesshaft? Affe. Ich dachte, Affe wäre irgendwas mit den Bananen oder so. Die wir Erdnüsse haben, nur ein Scheiß. Affen mit Erdnüsse. Was hat das für ein Bezug zueinander? Ja, wo bleibt ihr denn jetzt wieder? Das ist ja unglaublich. Da ist ja einer. Du kannst fliegen, du Affe. Man sieht nur seinen Schnabel.
Schnauze jetzt! Verdammte Hacke hier!